los? Geht schon los, ja. Herzlich willkommen bei Firma Felgen-Renninger in der Nonnenhofer Straße 20 in 17033 Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Im schönsten Bundesland Deutschlands. Ich wollte es der Welt sagen, aber Deutschlands. Ja, was machen wir heute? Einmal habe ich gesehen, Felge der Woche. Habt ihr wieder fleißig kommentiert und wir haben ein bisschen mit den Zeiten gespielt, wann das Video online geht, ne? Und wir haben sonst immer, ich glaube um 11 das Video online 10, gestellt. 45. Oder 10.45 Uhr, 11 Uhr so. Und ich habe gesagt, nee, da können ja gar nicht so viele gucken, maximal in der Mittagspause, lass mal 17 Uhr probieren. Ne, 17 Uhr haben wir diesmal gemacht, ne? 17 Uhr, ja. Und es war totaler Griff ins Klo. Wir hatten weniger Views bei 17 Uhr als 11 Uhr. Deswegen könnt ihr mal kommentieren, wann euch das lieber ist am Mittwoch. Also ich würde schon Mittwoch gerne beibehalten. Ne? Mittwoch und Sonntag passt immer ganz gut. Aber wollt ihr lieber um 11 das Video schon haben oder wollt ihr lieber 17 Uhr das Video haben? Das würde mich wirklich interessieren. Und was mir noch einfällt bei Felge der Woche, viele kommentieren zwar, aber einige vergessen immer das Rating abzugeben. Ne? Also dieses 1 bis 5, viele schreiben, oder nicht viele, aber einige schreiben immer geile Felge oder gefällt mir nicht so, aber ihr vergesst das Rating. Also 1 bewerten, wenn jemand gerade ins Aquarium hinter uns pinkelt. Ne? Das ist das Aquarium macht gerade ein bisschen Wassergeräusche. Also 1 für ist nicht so mein Ding und bis zu 5 hoch ist genau mein Ding. Ne? Also nicht vergessen, bewerten, weil geht dann ins Ranking mit rein. Wer auch nochmal genau wissen will, wie das funktioniert, einfach Folge 1 von Felge der Woche angucken. Da erklären wir das Ganze auch nochmal. Ne? Gut, erstes Thema haben wir fertig. Dann haben wir heute Post bekommen. Wir haben wieder wunderschöne Betten gekriegt für BBS-Felgen, beziehungsweise passt das auch bei OZ und bei einigen anderen Felgen. Und ich wollte euch das einmal zeigen, weil ich der Meinung bin, dass der Trend von diesen ganzen Zero-Lips langsam weggeht und die Jungs wieder breiter fahren wollen. Oft aber das Problem ist, dass die aber gar nicht so ein breites Außenbett fahren können. Und wir haben 1 Zoll Außenbetten mit Negativkante drin. Das finde ich übelst geil, das wollte ich euch zeigen. Wir haben hier einmal ein 1,0x15 mit Negativkante, bedeutet, die geht nochmal wieder rein und kommt hier wieder raus. Das heißt, das Bett hat eine viel tiefere Wirkung, ist aber trotzdem nur ein 1 Zoll Außenbett. 1 Zoll, 2,54 cm. Gibt es 30 Loch 15 Zoll und haben wir auch zum Steppen auf 16 Zoll. Bedeutet, ist auch ein 1,0x16, auch mit der Negativkante. Phil, kommen wir nochmal ran hier. Hier die Negativkante, dadurch wirkt das viel, viel größer. Und man hat doch diesen Effekt, wo ich denke, wo es hingeht. Wir haben auch gerade vorhin noch mit einem Kunden geredet, der will auch für seinen Golf 2 Breite 16 Zoll haben, weil dieses Zero Lip haben die meisten sich übergeguckt und sieht halt geil aus. Ne? Weil viele Betten, die man auch im Zubehör kaufen kann, haben das Problem, dass die diese, ich halte nochmal so, dass sie diese Negativkante nicht mit drin haben. Da geht das Bett gerade bis an die Außenkante ran und sieht meiner Meinung nach nicht schön aus. Also sieht eigentlich total beschissen aus. Aber ich wollte es nicht so genau sagen. Deswegen habe ich jetzt nochmal eine Felge hergeholt, dass wir uns das nochmal auf der Felge angucken können. Gibt es natürlich in verschiedenen Maßen das Ganze. Das ist jetzt 15 Zoll BBS RS. Würde aber auch eine RF funktionieren, würde eine RM funktionieren, würden die 30 Loch OZ, die Turbo funktionieren, was nicht noch, alles gibt es ja noch eigentlich mehr in 15 Zoll. So, 15 Zoll Variante, Phil, willst du mal, sieht man das so gut drauf? Ja. Ach, du kannst dann auch gleich nochmal so ein paar Beauty Shots machen, die blendst du dann mit ein, die ne? Kann ich auch machen, ja. Machen wir so. Ja, so. Und dann, was ich richtig geil finde, das Step-Up-Kit auf 16 Zoll. Würde natürlich jetzt bei einer Zweiteiler wie der RM nicht so einfach funktionieren. Ne, da kann man natürlich nicht auf 16 Zoll steppen, außer man macht einen Dreiteiler draus. Haben wir auch irgendwann schon mal ein Video zu gemacht. Ne? Müsst ihr mal bei uns in der Videothek da ein bisschen rumblättern. Ja, ich guck mal, kriegen wir das hier ab einmal. Finde ich nämlich richtig geil. Auch hier Negativkante mit drin. Habe ich an der richtigen Stelle gezeigt? Negativkante mit drin. Und die Felge wirkt wesentlich größer als so eine Standard 1 Zoll. Ja, Preise dazu findet ihr bei uns im Onlineshop. Felgenrenninger.de unter Zubehör. Dann Innen- und Außenbetten. Und da könnt ihr euch durchklicken. Da sind die Preise dazu drin. Haben wir zum Teil auch lagernd. Oder wir müssen es halt bestellen. Wichtig zum Beispiel die Variante
ist made in Europa. Ich will nicht genau verraten, wo, weil alles darf ich auch nicht verraten, aber die werden in Europa hergestellt. Dadurch ist meistens dann auch, wenn wir sie doch nicht lagern haben, die Lieferzeit sind dann meistens, glaube ich, so 14 Tage, dann, wenn wir die bestellen. Richtig geiles Zeug. Außerdem die ganzen Schrauben und die Dichtmittel, Ventile, wisst ihr alles, bekommt ihr alles bei uns im Online-Shop. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal nach hinten und gucken, was da noch so Schönes los ist. Ja, ihr seht im Reifenservice, hier steht alles voller Winterreifen. Wir sind gerade schon voll in der Vorbereitung, aber hier ist noch was Schönes gekommen. Und zwar ein paar Lorenza BBFs. Die sollen wir komplett aufbereiten. Das sind 16 Zoll Lorenza-Felgen, aber von BBS produziert. Deswegen ist das Coole, bei denen passen dann auch halt die kompletten RS-Betten, was ich euch vorhin gezeigt habe. Die gehen halt hier auch drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir damit machen sollen. Ich glaube, entweder Sternpulver beschichten, Hochglanz verdichten, Außenbetten Hochglanz verdichten. Muss ich mal alles raussuchen. Werden wir euch auf jeden Fall in den zukünftigen Videos zeigen. Ich muss gucken, da fehlt noch der Deckel. Wird hier irgendwo versteckt sein. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, das Design. Jetzt würde ich natürlich sagen, ist auch mal was anderes, nicht immer BBS, aber im Endeffekt sind die auch von BBS. Ne? Ist quasi auch dreiteilig, mit einem Sechskant, verschraubt. Ja, ganz coole Dinger. Gut, die TH-Lines hatten wir euch schon mal gezeigt, war ja Felge der Woche. Ich muss jetzt mal hinten gucken, was da noch so an Mehrteilern rumliegt. Also hier liegt einiges rum. Die bauen wir gerade zusammen. Das sind RM umgebaut auf dreiteilig. Hatten wir auch schon mal ein Video von Matze sein von gemacht. Würde ich mich vielleicht von trennen, wenn einer Interesse daran hat. Sind RM umgebaut auf dreiteilig, Stern Hochglanz verdichtet, dann die Front gebrusht mit unserem Renninger Motorsport, sind RM012, also 4x100 und dann aber umgebaut auf dreiteilig und 16 Zoll mit Originalbetten, nicht aus dem Zubehör. Das ist ein Original BBS, Innenbett ist Original BBS, ja. Wenn einer ernsthaftes Interesse hat, kann er sich gerne melden. Ist auf jeden Fall was Cooles, Seltenes. Ne? Dann haben wir hier noch einen Satz Edelstahl. Einmal komplett aufbereitet, 19 Zoll. Kommt demnächst auch ein Video, bauen wir einen Satz Schmidt VN-Line. Weiß ich nicht, die Y-Speicher auf jeden Fall. Ja, waren krumm und schief die Räder mit SLC-Chrom, aber da machen wir nochmal ein extra Video zu. Edelstahl ist schon geil, der Glanz, ne? Wollen wir mal vergleichen? Ist natürlich wesentlich schwerer als ein Alubett. Aber vom Glanz her, ne? Kriegst du das mit aufgefangen? Alu zu Edelstahl? Ja, müssen wir mal gucken, weiß ich nicht. So, live sieht man es auf jeden Fall. Live auf jeden Fall, ja. Soll ich mal so ein bisschen... Die Edelstahlbetten sind natürlich ein Ticken teurer, aber qualitativ... Na, Edelstahl rostet nicht, die halten mehr auf, hatten wir aber auch im... Wenn ihr mal mehr zu Edelstahl wissen wollt, müsst ihr euch unser Felge der Woche TH-Line-Video angucken. Da ist auch ein Video mit dabei, wie die mit Felgen einen Burnout machen, wo keine Reifen drauf sind, also nur mit Edelstahlbetten. Richtig geil. Ist halt, ne, Edelstahl, Kante nochmal umgewälzt. Hast du es mal drauf? Ja. Kante nochmal umgelegt. Ah, vom Gewicht her sind die schon wesentlich mehr. Aber geil. Ich hoffe, du hast das jetzt schön gecuttet. So aus der Werkstatt, zack. Back to the office. Yes. Wieder rüber ins Büro. Wir haben heute noch ein paar Hoodies bekommen. Wir haben heute eigentlich ziemlich viel bekommen, aber die Hälfte davon habe ich falsch bestellt. Ne? Phil hat mich schon ausgelacht, weil heute sind so ein paar iPad-Hüllen und Handy-Cover gekommen und irgendwie war das alles falsch, was ich bestellt habe. Ja, das war ziemlich gut. Ich habe mir eine, auf Amazon stand drin, Marmoroptik für ein iPad, so ein Cover. Und das sieht aber aus wie so ein DDR-Badekissen, was da gekommen ist. Also das sieht gar nicht cool aus. Und dann habe ich es geschafft, ich wollte für mein iPhone eine neue Hülle bestellen. Habe aber dann vergessen, dass ich ja ein Max habe und kein normales. Habe aber eine Hülle für ein normales bestellt. Ne? Aber Amazon Prime regelt das Ganze. Ne? Das wird schon funktionieren. Muss ja nur noch ein bisschen warten. Ja, wir haben Hoodies, ein paar Farben bekommen. Die wollte ich euch mal zeigen. Vielleicht für zukünftige Projekte. Einmal ein schönes Blau. Dann ein Lila und ein Orange. Ja.
Das Orange sieht ganz nice aus, oder nicht? Also jetzt hier unter dem Licht scheppert das Orange schon ganz schön. Ne? Ja, ja. Wobei ich glaube, dass das Lila, das sieht jetzt hier so ein bisschen ausgewaschen aus, aber ich glaube, so normal am Tage ist das auch schon eine coole Farbe und das, boah, mir gefallen die eigentlich alle. Ne? Wird aber unser Halloween-Hoodie kriegt eine andere Farbe, ne? Ja. Ja. Welches ist deins? Was findest du am geilsten? Von den dreien, ja, oder auch mit Halloween mitgezählt? Na, den Halloween-Hoodie kennen ja die Jungs hinter der Kamera noch nicht. Na, jetzt auf jeden Fall orange, das scheppert schon ordentlich. Ja. Wenn wir den Halloween-Hoodie mit reinnehmen? Ja, trotzdem orange. also Halloween-Hoodie ist auch cool. Ja. Farbe knallt auch ordentlich, aber... Knallt noch döller eigentlich, ne? Ja, knallt. Deswegen Halloween-Hoodie, der muss ja schon... Knallt noch döller und ich glaube, so dieses Orange, das wäre so, na, wie heißt das? So standardmäßig für Halloween gewesen, weil alles orange ist. Ja, weil es nach Kürbis aussieht. Nee, das wollte ich auch nicht. Übrigens, die unser letztes Video gesehen haben, die sehen ja, dass das Felgenrenninger, was auf dem Halloween-Hoodie gestickt ist, das lädt sich von alleine auf und leuchtet dann im Dunkeln. Ne? Also ist fluoreszierend, richtig, richtig geil. Wer es nicht gesehen hat, muss ins letzte Video reingucken. Da zeigt Phil einen kleinen Ausschnitt davon. Ja, der kommt jetzt auch im Oktober, Anfang Oktober soll der jetzt online gehen. Du musst noch ein paar Fotos machen, ne? Genau. Und nochmal so einen Teaser basteln. Alles schon eingeplant. Dann geht's los, dann geht das Ding online, damit ihr den schön pünktlich bekommt. Mir, weiß ich gar nicht, welche Farbe mir davon am besten gefällt. Ich finde, die sehen alle gut aus. Ne? Ich finde doch, dass James die immer am besten stehen. Ne? Aber es liegt wahrscheinlich, weil der so schlank aussieht. Ne? No, der sieht immer wie so ein, ne? Da freut er sich immer. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, welche Farbe euch hiervon am besten gefällt. Ne? Und sticktechnisch, ich finde mal zu blau kann man schön was in gelb machen. Das sieht immer ganz cool aus. Ne? Und dann müssen wir mal gucken, wo so die Reise dahin geht. Ne? Meinst du nicht, dass so Bob der Baumeister so blau-gelb? Ist der blau-gelb? Bob der Baumeister? Na, der hat so blau-orange, so Arbeitsklamotten, sag ich mal, und oben auf dem Kopf ist halt gelb, ne? Okay. Seht ihr das genauso? Bin ja gespannt. Dann kriegst du einen blau-gelben. Dann kriegst du noch so einen Helm dazu. Bei Amazon gibt's ja alles. Ne? Das ist ja Arbeitsschutz dann. Das werden wir einführen hier. Das, jedes Mal, wenn du einen filmst, musst du den Helm tragen. Ja, ich habe letztens gesehen, Drohnenpiloten haben auch so Westen an. Dann so Attention Drone Pilot, also vorsichtig Drohnenpilot, ja, bitte nicht ansprechen. Okay. Vielleicht brauche ich sowas für Kamera, weißt du? Das ist dann so Kameralogo drauf. Immer. Und dann am so Sonntag, ne? Wenn man mit den Kindern auf den Spielplatz geht, dann brauchst du sowas. Na. Übrigens, du hast jetzt eine Drohne, ne? Phil hat sich so eine, wie heißen die? FPV. FPV, das sind diese, wo du die Brille auffasst und die dann so schnell fliegen, ne? Genau. Also da wird in nächster Zeit bestimmt auch mal videotechnisch was dann von uns kommen, wenn du das so drauf hast, ne? Ja, viel Übung brauche ich noch, aber ja, wenn die Zeit da ist, dann werde ich auf jeden Fall mal ein paar Flüge damit machen. Wird geil, da bin ich echt gespannt. Also ich habe schon mal so ein paar Sachen auf YouTube gesehen mit diesen Drohnen. Da kann man schon geile Aufnahmen mitmachen, ne? Auf jeden Fall. Freue mich drauf, bin ich echt gespannt. Jo, haben wir sonst noch was? Erstmal nicht, ne. Nicht? Dann werden wir uns verabschieden jetzt. Möchtest du dich verabschieden als Erster? Na klar, kann ich machen. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und jetzt musst du übernehmen und sagen so genau, denn nächster Sonntag, so nach dem Motto, weißt du? Ja, wie nächster Sonntag. Nein, ich sag jetzt, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Jungs. Ciao, ciao.